Wir schauen uns das Ganze mal von außen an. Das scheint alles... Also ich habe ja bei Wikipedia gelesen, dass diese Wieselaufschriften hier deshalb da sind, weil das Land Niederösterreich auch für die Finanzierung beigetragen hat oder bei der Finanzierung geholfen hat. Und die wollten dann, dass auf den Wagen Wiesel steht. Und ja. Ist dann der Wiesel irgendwie das Wappentier Niederösterreichs? Kann das sein? Vielleicht, wenn ihr dort wohnt oder das wisst, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. Ja, Türen sind zu. Wir können eigentlich los. Der Zug wird auseinandergezogen. Ja, man sieht jetzt auch sehr schön hier die neuen Wolken. Wunderbar. Und jetzt schön in die Berge rein. Das heißt 60. Achso, jetzt können wir ja mal mit der dynamischen Bremse bremsen hier so ein bisschen. Gibt's die? Aber die SIFA gibt's. Ja, aber hier, die müsste doch gehen. Ah, siehst du, 60. Hab ich's doch gewusst. Nach Dornbirn geht's immer mit 60 rein. So, im Nahverkehrszug kann man ja auch mal so an den Treppen halten ungefähr. Das machen wir jetzt auch. So, Türen auf. Guck mal eine. Oh, 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 oh. Was ist hier los? Habe ich da etwa die Bremsen gelöst? BR 111. Ist mir gerade ein Stück zurückgerollt. Das ist ja ganz fies. Okay, jetzt ist zu. Und wir können starten. Schnell starten. Mit dem Wechselblinken, ganz fies. Aber wir dürfen uns jetzt raus befreien. Das Signal zeigt ja Fahrt, aber mit Wechselblinken ist nicht zu spaßen, ja. Das auf jeden Fall auf 60 reduzieren. Da ist ja auch schon wieder Dornbirn. Schoren. Dass sie als nächsten Bahnhof gewählt haben.
Ja, hat der Vectron Place sich aber schön ausgesucht, die Zeit auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Türen auf. Jetzt muss die Kiste aber mal stehen bleiben hier, ne? Geht nicht. Sehr schön hier in so einer Kurve im Bahnhof. Dornbirnschoren. Auch schön mit diesen aufgehängten Lampen hier, ne? Mein Gott. Wunderbar. So, wir fahren an. Wieder bis zu 140 geschafft haben, können wir direkt auf 140 stellen. Aber ich wollte mal ganz kurz in den Maschinenraum und gucken, wie sich jetzt der Motor anhört, wenn er so auf Hochtouren läuft. Tackert noch gut, ne? Hier mal ein bisschen Öl nachfüllen. Okay. Keine Ahnung, wie man den Öl nachfüllt. Aber Hauptsache mal den Öl nachgefüllt. Was ist denn hier? Oh, schön. Kühler? Ist das der Kühler? Oh nee, das ist der andere Führerstand. Da wollte ich ja gar nicht rein. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück in den Führerstand. So. Hier unbedingt Leistung abschalten. Hattlerdorf kommt doch in Sicht. Wir könnten den Hattlerdorf. Da bilden sich gerade die Berge. Die SIFA. So, hat Gladorf angefahren. Jetzt kommt auch dieser tolle Himmel einfach zur Geltung. Ich finde diese Wolken auch so schön. Hier die Berge. Sehr schön, sehr schön. Die ÖBB überwacht via Videoüberwachung in den Nahverkehrszügen. Hattlerdorf gehört auch noch zu Dornbirn. Gut, dass wir das mal geklärt haben. Gut, ja, dann können wir ja eigentlich weiterfahren. Das sieht auch geil aus, wie die Wolken hier oben in den Bergen hängen. Sehr schön, sehr schön.
Obwohl die Berge nicht so schön aussehen, aber... ich denke mal, das ist so eine Sichtweitenbegrenzung, zumindest bei den älteren Bergen. Die vom Simulator kommen und da kann Aerosoft als Publisher der Strecke nichts für oder auch der Entwickler. Ist der Entwickler FS Clips? Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Beifahrt. Wenigstens mal ein paar Kilometer fahren. Aber Hohenems kommt schon in Sicht. So, so. So ist es schön. FIFA. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass der Entwickler des Fahrzeugs hier daran gedacht hat, das so zu machen wie Virtual Railroads, also die SIFA-Taste auf die Space-Taste zu legen. Finde ich persönlich sehr angenehm. Ich möchte langsam zum Stehen kommen. Kommt uns ja eine 2016 entgegen mit Holz. Ordentlich Holz hinten dran, nicht? So. Die 2016 hier. Können wir auch direkt mal hier ein Foto machen. Foto, Sightseeing, ja, muss man auch mal gemacht haben. Einen Hohenems haben wir erhalten, Jungs. Super. So. Bremse lösen, auf geht's. Wunderschön. Hohenems. Sehr schönes Bahnhofsgebäude hier auf jeden Fall. Gefällt mir. Ja. Hohenems. Hier ein paar blaue Blumen. Ja, Frühling. Die Bäume sind zwar noch
etwas karg, aber da wir gerade auf Alltag zufahren, wunderbar. Hier kommt noch eine Trennstelle. Hier schon ordentlich bremsen. Sie verdrücken. Dann rollen wir hier ganz gemütlich rein. Wunderschön. Türen auf. Wir schauen uns noch mal ganz kurz im Alltag etwas um. Hier gibt es ja viel zu sehen. Nichts. Ein bisschen Wald auf jeden Fall. Und mir gefallen ja wirklich diese Lampen hier. Das ist unglaublich toll. Obwohl es einfach nur so eine Abspannanlage für Oberleitung ist eigentlich. Und hier so ganz komisch auseinander geht. Sieht sehr physikalisch komisch aus, aber gerade weil es dann hier vor dem Isolator kreuzt, also könnte ja schon einen guten Überschlag geben an der Stelle. Aber gut. Türen sind zu. Wir verlassen Alltag mal. Hier könnte man auch ein paar Güterzugszenarien machen. Da vorne war jetzt gerade eine Firma. Hier sind Mitarbeiter bei der Frühstückspause. Oder vor Arbeitsbeginn vielleicht, sie haben um 7 Uhr, wollen hier anfangen, sprechen sich noch kurz, ja. Wunderschön. Götzis kommt in Sicht. Wir schalten mal ein bisschen die Leistung ab. Was sind wir denn jetzt hier bremsmäßig? Ah ja, okay. Ja, schade, dass das mit der Bremsprobe nicht funktioniert hat. Also ich habe das mehrmals ausprobiert und ich habe es nicht ganz, wahrscheinlich auch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber ja, werde ich nochmal ausprobieren. Vielleicht machen wir ja nochmal eine Fahrt mit dem Fahrzeug. Würde mich eigentlich sehr freuen.
vor diesem Video habe ich mich nämlich nicht wirklich damit beschäftigt, weil ich da irgendwie schon ziemlich schnell aufgegeben hatte. Weil es mich doch schon erschlagen hat, wie viele Sachen man da einstellen muss. Aber ich musste natürlich jetzt hier, weil die Zuschauer es, weil ihr es verlangt habt sozusagen, damit beschäftigen. Das war sehr schön. Darum mache ich eigentlich immer gerne diese Quick-Drive-Wunschkonzerte. Weil man sich auch mit Rollmaterial beschäftigt, dass man vorher vielleicht noch nie gefahren ist, finde ich super. So, wir gucken mal hier in den Spiegel. Wie war das denn hier? So. So, ne? So. Hm. Oh. Da hängt man dann hinterm Spiegel. So, doof. Ah, ne. So. Ich wollte eigentlich darüber, ne? So. Ja, genau. So, Türen sind zu. Ich denke, wir werden abfahren. Ja, es wird auf jeden Fall noch eine lange Fahrt. Ja, ich werde das Video auf jeden Fall in ungefähr 2 bis 3 Teile teilen. Dann habe ich auch mal so einen Überblick, wie viele Leute überhaupt noch dann das Ende auch gucken. Muss man ja auch mal ausprobieren, ne? Wir fahren jetzt hier auf Klaus zu, sozusagen. Mit einem kleinen Tunnel davor. Scheint doch irgendwie eine größere Straße zu laufen, vielleicht eine Bundesstraße oder sowas. Kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen Leistung abschalten. 1 Kilometer geht's ja sowieso. Dann wieder ans Bremsen. Habe ich das Ding nicht im Blick. Ganz kurzer Tunnel. Wirklich ein Tunnel. So. Klaus, Türen auf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Was steht denn da für ein schönes Fahrzeug? Ein Kränle. Jo, meh. Wunderschön. Was ist das? Ah, Salzbehälter.
Manuel Schmidt, Nikita Breda und Christine Karl, London, Leipzig. Interessant. Interessant, was hier alles geboten wird. Haus des Meeres Bregenz. Three Country Corner. Ja, der ist ja wohl nie mit von Just Trains erschienen anscheinend. Schade, schade. Ach stimmt, Three Country Corner ist ja auch bei Just Trains erschienen. Und der deutsche Publisher heißt dann Aerosoft. Auf jeden Fall schon deutlich heller geworden als vor einer Stunde ungefähr. 5:30 Uhr haben wir ja angefangen. Wunderschön. Dieses kräftige Horn, ja. Irgendwie kein Vertrauen zur Lok oder gesagt zum Zug, dass er so gut bremsen kann, aber der erste Halt war ja eigentlich ganz gut, aber jetzt bin ich irgendwie kein Vertrauen mehr. Sehr schöner Bahnsteig. Muss man ehrlich eingestehen. Der Wiesel. So, jetzt wird der Wiesel mal den Bahnhof verlassen, gell? Denn ja sogar die Wolken von unten angeleuchtet. Sehe ich das richtig? Oh, ist das schön. Mein Gott. Ich könnte hier stundenlang nur Wolken angucken. Vielleicht mache ich auch einfach mal ein Zeitraffer-Video nur von diesen Wolken. Die sind wirklich toll. Fallen mir sehr gut. Als Angler sieht man es dann so. Schön. Rankweil kommt in Sicht. Thank you.
bisschen mit der Lok drüber geschossen, aber ich wollte jetzt mal nicht ja so rumrudern. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt, also mit der Lok drüber. Da gibt es ja anscheinend keine Haltetafeln. Ein Randweil. Und wir schauen uns mal ein bisschen das Örtchen an. Hier ist noch ein kleines Holzgleis. Da kam wahrscheinlich der Zug her, den wir eben gesehen haben. 2016 mit Holz bepackt sozusagen. Und wir schauen jetzt mal, wie unser Zug den Bahnhof verlässt. Stille. Der Mann guckt kurz auf die Uhr und geht weg. Wunderschön. Wunderschön. Und die Lok gefällt mir auch wirklich gut. Hätte ich ja ohne eure Wahl sozusagen auch nicht richtig mitbekommen. Bin ja sowieso im Moment etwas im Verzug sozusagen. Ich kann nur kurz hier in den Spiegel gucken. Alles in Ordnung. So, wir kommen jetzt nach Feldkirch. Hier ist auch die Haltestellentafel. Oder Bahnhofstafel. Auf jeden Fall zeigt es an, dass ungefähr in einem Kilometer ein Bahnhof kommt. Oder ein Haltepunkt. Feldkirch Arnberg. Arnberg. FIFA. Ja, gefährlich Bremsmanöver hier. Jetzt sieht man hier oben auch mal ein bisschen Abgase. Also ich weiß nicht, wie es bei der richtigen, bei der realen Lok ist sozusagen, aber ich hätte mir hier mehr gewünscht. Aber vielleicht hat die auch, weiß ich nicht, Abgasnorm hier E6 oder so, was weiß ich. Steht das hier vielleicht irgendwo dran? Nee, ne? Dass sie dann gar nicht mehr so viel Ruß oben rausbläst. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal, wie sich der Abgasstrahl sozusagen verändert, wenn wir jetzt losfahren. Ja, da tut sich halt gar nichts. Was haben wir jetzt? Oh. Restriktive Einflussung hier unten. Mehr als 45 sind da nicht drin. Und solange der gelbe Leuchtmelder hier unten leuchtet, kommen wir ja auch gar nicht raus. Möchte ich nicht, ja? Möchte ich nicht. So, gelber Leuchtmelder aus. Da vorne sind wieder 60 angekündigt, also befreien wir uns mal nicht. Kommt ja jetzt wieder eine Arme Einfluss, aber wir können auf jeden Fall ein bisschen schneller fahren. Zum Beispiel 60. Nee. So rund weit runter wollte ich gar nicht. So.
Auf die 60 können wir ja sicher beschleunigen, das war ja kein... Signal, dass es gleich das nächste Hauptsignal rot ist. Hier ist 60, da steht auch die 6 über dem Hauptsignal. FIFA. Feldkirch scheint ja schon ziemlich groß zu sein. Vorderen Gleisabschnitt. Da gibt es auf jeden Fall eine Burg. Eine Ritterburg. Wie schön. FIFA. So.